bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch eine herbstliche Marmelade machen, und zwar eine Apfel-Kürbis-Marmelade. Geht ganz schnell, ohne viele Zutaten. Wir legen gleich los. Wir benötigen 500 Gramm Äpfel. Ich habe sie schon geschält, weil sie vom Garten noch sind. 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, sie sind jetzt zerkleinert. Die Äpfel werden jetzt umgefüllt. Also egal welche Äpfel ihr nehmt, sie sollten halt nicht zu sauer sein und sollen natürlich auch keine so harten und trockenen sein. Aber im Grunde ist es egal, welche Äpfel ihr dafür verwendet. So, unser Äpfel nochmal auf die Seite. Dann benötigen wir ein Stückchen Ingwer, ich habe so walnussgroße Stückchen, und 500 Gramm Hokkaido-Kürbis. Der Hokkaido-Kürbis, der muss nicht geschält werden. Ich habe ihn jetzt einfach nur lauwarm abgewaschen und in Stücke geschnitten. Der Kürbis wird jetzt auch 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Aus mein Kürbis. Nun füge ich zu dem Kürbis 50 Gramm naturtrüben Apfelsaft. Ihr könnt natürlich einen normalen klaren Apfelsaft nehmen oder wenn ihr gar keinen Apfelsaft zu Hause habt, nehmt einfach Wasser. Also 50 Gramm naturtrüber Apfelsaft. Und jetzt lasse ich meinen Kürbis 8 Minuten auf 100 Grad Stufe 1 andämpfen oder anwünschten. 8 Minuten, 100 Grad, Stufe 1. So, mein Kürbis ist jetzt angedünstet. Ich zeige euch. Schaut mal. So schaut er jetzt aus. Und er duftet schon. Ist teilweise auch schon richtig schön weich. Als nächstes fügen wir unsere zerkleinerten Äpfel dazu. Saft einer ganzen Zitrone. Ich wiege mal ab, was es an Gewicht ist. 15 Gramm Zitronensaft, eine ganze Stange Zimt. Wer keinen Zimt zu Hause hat oder keine Stange, kann auch natürlich einen Teelöffel gemahlenen Zimt nehmen. Und 500 Gramm Gelierzucker, 2 zu 1. Unser kleiner Messbecher nicht auf den Deckel, sondern wir nehmen unser Garkörbchen als Spritzschutz und wir fangen an, unsere Zutaten 12 Minuten auf 100 Grad
Linkslauf nicht vergessen, weil wir haben ja die Zimtstange drinnen, die was Zimtpulver nehmen, können den Linkslauf draußen lassen. Und Stufe 2 wird jetzt unsere Marmelade gekocht. Danach sehen wir uns wieder. So, meine Marmelade müsste jetzt fertig sein. Etwas. Jetzt, ja. Nun fischen wir unsere Zimtstange raus. Hier haben wir sie. Ich zeige euch mal, wie sie jetzt ausschaut. So schaut jetzt vorerst mal meine Apfel-Kürbis-Marmelade aus. Aber ich will sie ja fein püriert haben. Deswegen kommt jetzt wieder der Deckel drauf, nachdem die Zimtstange entfernt worden ist. Schalte meinen Thermomix auf 1 Minute und fange an, auf Stufe 7 zu pürieren. Nach 20 Sekunden gehe ich rauf auf Stufe 8 und noch weitere 20 Sekunden auf Stufe 9, so dass 1 Minute abgelaufen ist. Also fangen wir mal an mit Stufe 7. Schön fein. Ich möchte es euch bloß noch mal zeigen. Den frischen Löffel. Schaut mal, so fein ist jetzt meine Apfel-Kürbis-Marmelade. Ich habe meine Gläser schon heiß ausgespült und jetzt fülle ich sie hinein. Wenn ich meine Gläser alle eingefüllt habe, hole ich euch wieder zu mir zurück. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie mein Mixtopf ausschaut. Also es ist nichts angebrannt oder sonst irgendwas. Etwas von der Kürbismarmelade habe ich jetzt separat abgefüllt. Insgesamt habe ich 3 Gläser rausbekommen, aber sobald sie ausgekühlt sind und ich wieder sie umgedreht habe, hole ich euch wieder zurück. So, ihr Lieben, meine Kürbismarmelade. So schaut sie jetzt aus. Hat das nicht eine tolle Farbe? Ich zeig's euch mal. Hier. Also, ich habe vorhin schon naschen müssen. Total lecker. Ich schmier's mal. Ja, ich weiß, jetzt sagen wieder viele, ich soll Butter drauf tun, aber ich mag keine Butter. Deswegen lasse ich sie auch weg. So, da schaut mal meinen Hefezopf mit der leckeren Kürbismarmelade an. Also, wenn man weiß, dass Kürbis drinnen ist, schmeckt man es raus. Aber ansonsten schmeckt es nach Zimt und Apfel. Also richtig lecker.
Probiert es einfach nach. Ist jetzt gerade, wenn jetzt dann wieder die Weihnachtszeit anfängt, wo die Wichtelpakete wieder rumgehen oder wo man natürlich wieder Sachen braucht oder sucht zum Herschenken. Ist wirklich eine ganz tolle Idee. Ihr seht, es geht ganz schnell und ruckzuck ist sie fertig. Ihr braucht praktisch gar nicht viele Zutaten. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.